So, ist das die Stelle? Ja. Genau die meinte ich. Ich speichere hier lieber nochmal. Auf den gleichen. Macht ja keinen Unterschied. Nur, dass ich das nicht jedes Mal aufheben muss. Ja, das wäre tödlich. Verdammt. Dreh den Kopf, so dass ich ihn treffen kann. So. Wie konnte ich noch mal? So. Das war Nummer 1. Wenn ich den Kopf noch drehen würde, dass ich Nummer 2 treffe. Dass ich Nummer 2 treffe. Grill. Ey, zappel doch nicht so. Geht doch. Ich habe das nerviger in Erinnerung. Okay. Vielleicht war ich einfach nur schlechter damals. Das kann natürlich auch sein. Weil es schon ein bisschen her. Okay, da kann ich nichts weitermachen. Momentan. Ach, hier ist ein Gully. Bringt er mich nicht nur dahin, wo ich was holen muss? Ach, mal gucken. So. Ja, ich muss zwar überall irgendwie was holen, aber ich meinte, wo ich nur eine Sache holen muss und dann war's das. Vielleicht irre ich mich auch einfach nur. Schwimmende Ratten, what? What the hell? Das nehmen wir natürlich mit. Mehr ist das aber nicht mal. Schwimmende Ratten finde ich immer noch sehr interessant. Muss ich mal so sagen. Ach so, das ist direkt hier oben. So. Ich glaube, da musste ich nur irgendwas kurz holen und dann musste ich wieder zurück da, wo ich gerade war. Ziemlich sicher, ja. Nämlich das hier einmal abbrechen. Das muss ich dann da oben wieder benutzen. Und dann kann ich, glaube ich, tiefer tauchen. In dem Ding. Wenn ich mich nicht irre. Ja, los. Dreh dich, Lacher. So. Geht doch. Und da hinten ist dann die Oberfläche, oder? Ja, wenn man jetzt mal auf der richtigen Seite stehen würde, dann stimme das. Wofür die diesen Klotz da auch noch hingemacht haben, statt einfach eine gerade Ebene, wo man nicht rausklettern kann. Nein, man muss extra noch etwas hochklettern. Hier ist sonst nichts, oder? Das habe ich ja gerade nicht mal geguckt. Nö. Also, ran damit. Und drehen. Und, oh Wunder, es hat uns so viel gesagt. Nämlich gar nichts. Ich hoffe einfach mal, dass es das ist, was ich vermute, und das reicht mir. Dö, dö.
Ja, meine Vermutung war doch richtig. Ich bin erstaunt, dass ich mir was merken konnte. Ja, mehr oder minder. Was ist jetzt der richtige Weg? Hier gibt es nur ein großes Medipack. Moment, ich glaube, ich ahne, wo ich hinkomme. Ich glaube, ich muss mich eh gleich heilen. Wenn ich mich nicht irre. Nein, da lang. Und aus. Oh. Ich dachte, das wäre so gewesen. Mann, hier ist aber ein komisches Licht, ey. So richtig neblig. So, jetzt komme ich aber da unten lang. Ziemlich sicher. Ja, komm, geht weg gerade. Euch mag eh keiner. Oh, zu viele Tasten drücken vor Sinn. Nein, ich bin ja leicht falsch geschwommen. Da lang. Fail. So. Moment, war da was in der Seite? Ja, da kann ich durchgucken. Wow, von da, wo ich herkam. Gott. Das könnte ziemlich... Okay. Da ist die Oberfläche. Ich dachte, das könnte noch ziemlich knapp werden mit der Luft. Aber zum Glück hat's gereicht. So. Bin ich da, wo ich denke? Ja, ich bin da, wo ich denke. Oh, mein Gott, dieses Gitter hat mich erschrocken. Oh. Nein, ich nehme schon mal Schrotti in die Hand. Und wie viel von den anderen habe ich? Ich habe nur die. Gut. Und ich speichere so. Wow. Genau wegen dem Quatsch. Konnte man den nicht so irgendwie töten? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Das finde ich jetzt gar nicht cool. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Das steht fest. Nehmen wir ein Dings. Das verfolgt mich auch noch. Ja, es war so richtig. Und kaputt. Habe ich jetzt das überhaupt gebraucht, das Medipack? Und das Gitter geht natürlich auf. Natürlich. Ergibt doch total Sinn. Ich habe es aber nur schwerer in Erinnerung gehabt. Mal wieder. Wie so vieles. Naja, gut. Ein Medipack in Häkchen gewastet. Oh, Texturfehler, cool. Gefällt mir. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich bin. Direkt da drüber wieder. Ah. Ja, ich habe gerade so
Das kenne ich doch. Obwohl es in der Cutscene da, glaube ich, so angezeigt wurde, aber egal. So, das hätten wir auch. Und dann gehen wir hier oben raus. Und ihr wisst, wo wir sind. Kommt raus, egal wo ihr steckt. Mist, diese Hinterhalte sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Zumindest nicht, solange du daran beteiligt bist. Übung macht den Meister, schätze ich. Wenn du meinst, aber fehlt da nicht jemand? Wenn du den Franzmann meinst, der ist irgendwie verhindert. Und da dachtest du, du schnappst dir kurz mal seinen Anteil von dem, was hinter diesem Tor steckt, was? Es sei denn, das hier ist ein reiner Freundschaftsbesuch. Du weißt doch, dass ich mich immer wieder freue, dein liebes Gesicht zu sehen, Lara. Aber noch schöner fände ich es jetzt, den letzten Stein zu sehen, wenn du ihn also bitte rüberreichen würdest. Vor allen Dingen den letzten Stein, die zwei. War das nicht geplant? Ja. Stirb einfach. Ja, Moment. Erstmal sammle ich das ein. Larsen, hinter dir! Ich bin ja vielleicht blöd, aber nicht so blöd, zweimal drauf reinzufallen. Nein, ehrlich, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hättest du mal sie auf sie gehört? Speichern. Und wer. Ja. Gegrillte Lara mag ich besonders gern. Dann machen wir die Lame-Taktik. Okay, sammeln wir erstmal alles ein, was hier ist. Also ich muss noch irgendwie an das eine Schrot kommen. Wenn es geht. Was sich aber als äußerst schwierig erweisen dürfte. Ey, ernsthaft? Sag mir ein. Nein! Ich möchte das jetzt haben. Und wenn es 5 Jahre dauert. Ja, das war mein Tod. Naja. Ich muss dem ersten ausweichen da. Wenn ich direkt drauf laufe, dann verfolgt mich das. Aber wenn ich so ein bisschen nur um die Kurve, dann kriegt's mich nicht. Ja. Lauf, Lara! Oh. Ey. Nicht gegen die Wand. Ja, noch 5 Jahre später, ich weiß. Ist mir egal, ich will das jetzt haben. Leck mich jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Geht einfach sterben. Zwischendurch mal ein bisschen speichern. Nicht, dass ich irgendwann angezündet werde und dann war's das. Ja, die lame Variante ist halt die beste. Weil man
nicht getroffen wird und man muss nicht diesen drei Kugeln ausweichen. Das ist halt der Vorteil. Aber noch ist keiner kaputt gegangen. Das war knapp. Hey, warum leben die alle noch? Muss ich doch härteres Geschütz auffahren? Okay. Machen wir das einfach mal. Ja, da ist Nummer 1 tot. Ja. Bei 2 geht das aber mit hin und her springen. Ach, ich hab dir mit der Dings nicht mal wirklich Schaden gemacht. Gut. Ach. Ist mir nicht egal. Doch sterben. Das wäre Nummer 1 gewesen. Ja, die sind ziemlich lange Zeit unverwundbar. Dass man überhaupt Schaden macht, anscheinend. Wenn Nummer 2 tot ist, dann nehme ich mir die Schrottmoneda. Na los. Das war nicht gut. Mann, es lief so gut. Ja, jetzt kann ich auch wieder hier hingehen. Macht keinen Unterschied. Die Kamera eh nicht filmen. Na los. Oh, das war knapp. Ah, das habe ich mit Absicht da untergespeichert. Ich dachte, ich werde getroffen. In dem Moment. So, das war Nummer 2. So. Und den sollten wir jetzt, glaube ich, von hier auch töten können. Hoffe ich. Einfach mal. Ja. Na los. Stirb doch endlich. Am Ende meine Statistik von diesem Level wäre sehr grandios, auf jeden Fall. Aber dieses Zeitfenster ist einfach so kurz, finde ich, teilweise. Deswegen lieber ewig oft drauf rumballern, als 5 Jahre damit verbringen. Obwohl ich hier schon 5 Jahre damit verbringe, weil ich schon wieder angetunnelt wurde. Dammit. Drecksvieh. Ja.
Der kommt angeflogen. Speichern. Ja, hustet dir ein. Komm, stirb endlich. Los. Gleich schießt er nochmal. Also das nächste müsste durchkommen. Wenn er sich nicht ein zurecht hustet da. Genau so. Okay, das Zeltfenster ist doch nicht so klein, aber trotzdem ist es besser so zu schießen, finde ich. Hey. 5 Milliarden HP oder was? Geht mir hier auf den Sack. Jetzt stirbt doch endlich. Der kommt durch. Stirb. Na los. Und? Immer noch nicht. Ja, wie oft muss ich den denn noch treffen? Endlich. Hat es auch lang genug gedauert. Aber das Level schließe ich jetzt trotzdem noch ab. Weil ich einfach nur das und das andere einsetzen muss und dann war es das ziemlich. Zack. Das geht auf. Und dann ist das Level auch gleich zu Ende. Ey. Doofe Kamera. Ohne Witz. So, jetzt darüber. Und dann ist das Level auch zu Ende. Und hier geht's beim nächsten Mal weiter und bis dahin, ich bin Indiana Jones.